Hier das Wort Al-Iman. Al-Iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Der Begriff Al-Iman bedeutet linguistisch, also rein sprachlich gesehen, unabhängig jetzt vom koranischen Kontext, heißt es so viel wie At-Tasdiq. At-Tasdiq bedeutet, an den Wahrheitsgehalt einer Aussage zu glauben, etwas zu bestätigen, etwas als Wahrheit anzunehmen, anzuerkennen. Das bedeutet das Wort Al-Iman rein linguistisch. Es kann aber auch bedeuten, sich zu fügen und unterwerfen, je nachdem, wie mit welcher Präposition das Wort Iman benutzt wird. Zum Beispiel, fa'amana lahum. Wenn es mit dem Lam benutzt wird, amana lahum, dann heißt es, sich fügen und unterwerfen. Und grundsätzlich, wenn man den Iman jetzt mal trennt von dem Islam, also in dem Kontext, wo hier differenziert wird zwischen Iman und Islam, dann ist der Iman eben die Bestätigung all derer Inhalte, die notwendigerweise bekannt sind als Teil der prophetischen Botschaft. Und hier betonen wir das Wort notwendigerweise bekannt sind. Das heißt, wenn eine Person all die Dinge bestätigt, die so trivial sind, die jeder Muslim kennt, und an ihren Wahrheitsgehalt glaubt, dann ist das, also in diesem differenzierten Kontext, ist das der Iman. Warum sagen wir notwendig bekannte Dinge? Weil es viele Details gibt, die viele Muslime nicht kennen. Sie wissen gar nicht, dass es ein Bestandteil der prophetischen Botschaft ist. Also subtile Details, beispielsweise über, nur als Beispiel jetzt hier, ist hier die Rede von dem Iman an die Malaika. Er glaubt schemenhaft an die Malaika, aber die Details darüber kennt er nicht. Er weiß, dass es irgendwelche Geschöpfe sind, die wir nicht wahrnehmen können. Aber mehr weiß er nicht darüber. Er weiß vielleicht, dass es noch so einen Engel gibt, der heißt Jibril. Aber Details kennt er nicht. Er hat nichts gehört von den Ahadith über ihn, über sie, über ihre Aufgaben, über ihre Eigenschaften. Er weiß nicht viel darüber. Nehmen wir mal an, weil es nicht so gängige Informationen sind. Das gängige Informationen, das ist ja auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Je nach Zugang des Wissens und je nachdem, wie weit, wie die Bildung, die religiöse Bildung in diesem Ort ist und wie der Zugang ist. Es ist beispielsweise selbstverständlich, dass in Städten, in einem arabischen Land, das allgemeine Bewusstsein und die Bildung anders ist als bei den Beduinen, auch wenn sie Araber sind. Und dann nochmal ganz anders in nicht-arabischen Ländern. Und dann nochmal ganz anders in nicht-arabischen Ländern, in denen es sehr viele Analphabeten gibt. Es ist klar, die haben einen ganz anderen Zugang zum Wissen oder einen fehlenden Zugang, besser gesagt. Also das heißt, mit dem Al-Iman ist der schemenhafte Iman gemeint. An all das zu glauben, ist der als Wahrheit anzuerkennen, was bekannterweise als ein Teil der prophetischen Botschaft zählt. Das ist ja immer natürlich, wenn man das ein bisschen ausweitet, in Bezug auf die Gesamtheit des Imans betrachtet, dann gehören auch die Handlungen dazu und die bestätigende verbale Aussage, die Überzeugungen des Herzens und so weiter. Taib.